Willkommen zurück, Digimon-Freunde, hier bei Digimon Story Cyber Sleuth. Ja, zwischen dem letzten Part und jetzt habe ich ein bisschen trainiert, habe uns ein paar Digimon vorbereitet, die auch schon die meisten davon sind auch schon in der Gruppe, aber noch nicht teilweise digitiert. Erstmal habe ich hier Pale Dramon, kennt man aus dem Anime, zweite Staffel, das wir jetzt auf das Mega-Level digitieren lassen. Und das ergibt natürlich... Wow, ein Imperial-Dramon. Sehr geil. Hoffentlich auch sehr stark, aber davon gehe ich schon aus. Hat allerdings, was haben wir hier? Wir könnten den Modus wechseln. Interessant, also das ist dann halt Imperial-Dramon, Fighter-Mode. Und das hier wird wahrscheinlich Paladin-Mode sein. Das ist allerdings eher eine Digitation. Und hier, das können wir einfach machen. Ich mache das jetzt mal. Ich denke, da sind die Statuswerte jetzt anders verteilt, aber sonst ändert sich dann nichts. Aber ich würde schon sagen, wir nehmen die Fighter-Form, oder? Ja. Ja, was habe ich noch? Ich habe Titamon. Das habe ich irgendwie, ja, trainiert. Monster-Emon eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht, warum das gerade dabei ist. Ich tue das mal raus und nehme dafür unser Heandromon mit. Ist ja immerhin unser Starter. So, dann mal weitermachen. Also, Heandromon, Magnadramon, Black Rockrimon kennen wir ja alle schon. Mirage Gaugamon auch. So, Chirinmon habe ich auch dabei. Das digitiert jetzt zu Kentaurosmon. Das heißt, wir haben jetzt auch unseren eigenen königlichen Ritter. Sehr gut. Reduziert die Häufigkeit von Statusleiden um 50%. Das ist gut. Okay. Dann habe ich Pseudomon, das jetzt zu Weigmon digitieren wird. Er erhöht den Schaden von Wasserfertigkeiten um 15%. Ist kein besonderes... Also, was heißt kein besonderes Digimon? Es ist natürlich ein besonderes Digimon, weil ich es haben möchte. Aber es hat jetzt keine besondere, herausragende Bedeutung, wie zum Beispiel ein königlicher Ritter. Gut, ich habe auch Metallgrimmon ein bisschen trainiert. Wir haben es ja irgendwann mal rausgetan, weil wir die schwarze Version wollten. Jetzt nehmen wir uns auch noch das normale Wargreymon. Das kennen wir ja schon von Nokia. Hat aber einen ähnlich starken Angriff wie... Ja, das schwarze auch. Und... ja, Aero-Vidramon wird digitieren zu Alphos-Vidramon. Da kopieren wir jetzt zwar so ein bisschen Rina, aber ich glaube, wir haben das eigentlich ganz nötig. Also unsere Gegner wurden immer stärker und... Ich möchte da nicht immer hinterher sein. Und das hat eine sehr gute Fähigkeit, nämlich dass man immer zuerst im Kampf dran ist. So. Ja, wen habe ich dann noch dabei? Ich habe hier Justimon. Irgendwann fertig trainiert. Ja. Gut, das war's dann auch. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben Serum, alles Serum. Zweimal Virus, das reicht mir nicht. Da muss ich umstellen. Das Blöde ist auch, wir haben irgendwie immer nur Licht. Ach, ich glaube, ich muss Justimon raus tun. Oder ich tue Magnadramon raus. Das ist zwar sehr mächtig, weil es uns heilen kann. Aber ich tue es raus und nehme dafür Venomiotusmon mit. Dann habe ich dreimal Virus. Das ist in Ordnung. Ja, Serum haben wir sowieso genug. Und Datei haben wir nur einmal dabei. Oh, das geht eigentlich auch nicht. Das Problem ist halt, Weigmon und Imperialdramon haben kein Attribut. Bei Weigmon überrascht mich das gerade. Und ich fürchte, dafür muss Weigmon auch rausgehen, weil, wir haben das schon nötig. Also, wenn wir gegen, Serum-Digimon kämpfen möchten, dann brauchen wir
eigentlich schon zwingend. Datei-Digimon. Und, na gut, das reicht, glaube ich, immer noch nicht. Ich tue halt andere immer noch mal raus und nehme dafür... ja, wie nehme ich denn dafür mit? Wen hatten wir denn sonst immer? Oh, ich könnte Kusuamon mitnehmen. Das habe ich auch trainiert. Ja, dann nehmen wir das doch mit. So, unser Team sieht jetzt so aus. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Ich will aber nochmal kurz in die Einstellungen gehen und gucken, ob ich da auch alles so richtig gut eingestellt habe. Pflanzenschaden braucht man nicht. Das sieht eigentlich gut aus bei Imperialdramon. Bei Kentaurosmon. Wiederbeleben hätte ich gerne. Ja, den Rest lassen wir. Da ändert sich nichts. Bei Wargreymon ändert sich auch nichts, weil wir keine großen Auswahlmöglichkeiten haben. Bei Alphas Vidramon haben wir diese Möglichkeiten schon. Panikhauch, das wollte ich eigentlich lassen. Und dann tue ich die Geschwindigkeitsladung raus für die Windkralle. Wobei... brauche ich nicht. Dann lasse ich doch lieber die Geschwindigkeitsladung drin. So, Justimon habe ich, glaube ich, schon eingestellt. Ah, vielleicht auch nicht. Wobei das eigentlich jetzt stimmen sollte. Ja, Kusubamon, gar keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall ein magischer Angreifer. Hat jetzt aber auch irgendwie nicht die starken Angriffe. Ja, dann tue ich jetzt erstmal... Ja, wobei, das ist auch blöd. Machen wir es so. Heftiger Sturm kann raus, weil es physisch angreift. Das bringt uns nichts. Nehmen wir den Panikhauch. Giftfalle sehr mächtig. Ist zwar physisch vergiftet, aber lasse ich deswegen drin. So, Titamon habe ich, glaube ich, schon eingestellt. Ja, ja. Black Wargreymon sowieso. Mirage Gaugamon auch. Venomiotusmon auch. Okay. Dann haben wir das soweit fertig. Hat jetzt zwar ein bisschen gedauert. Ist aber, glaube ich, auch die Zeit wert gewesen. Und jetzt machen wir weiter. Mit den großen Herausforderungen. Denn ich möchte noch Omegamon kriegen. Das ist mir eigentlich ziemlich wichtig. Wird auch nicht so lange dauern. Es gibt 7 Herausforderungen, glaube ich. Und wir sind jetzt bei der 5. Du hast also Dynasmon und Crusadermon besiegt. Na schön, geh als nächstes zu Oda-Iba-Bucht. Du wirst nicht enttäuscht werden. Ah, oh, ich glaube, das ist Examon. Moment mal. Hat zwar alles seine Richtigkeit, aber wir sind ja gerade so vielen Digimon auf das neue Level digitiert, dass die jetzt von ihrer Stufe her alle ziemlich schwach sind. Ich gehe mal kurz hier in die Akihabara-Verschiebung. Das ist ja so ein Spiegel-Dungeon. Und mache einen Funktionsaufruf. Oh, mit diesen Digimon hier, die jetzt bei mir sind, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So, und dann gucken wir auch gleich mal, was die können. Ja gut, bei Metazibramon wissen wir es eigentlich. Ich würde sagen, erstmal ein Bifrost auf Metal-Etemon. Mhm. Ja, dann greif du mich doch an. Kriegst du alles sofort zurück. Mit dem Positron-Laser. Oh je. Ja, du hältst aber schon ein bisschen aus. Ja, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen Erfahrungspunkte kriegen. Und jetzt sind die alle auf Level 11. Ja, ist in Ordnung dann. Ich meine, das gibt ja schon ein paar Punkte und... aber eigentlich müssten wir noch ein bisschen mehr trainieren. Na gut, wir sehen ja jetzt gleich, wie der Kampf ausgeht. Dann können wir uns nochmal, ja, hinterher Gedanken machen, wenn wir verloren haben. Nein, aber ich denke, es geht alles in Ordnung. So, oder Iba.
Ja, es müsste eigentlich Examon sein. Ah, und hier können wir auch noch ein bisschen trainieren. Reicht das? Das ist eine Kombo, ist ja ganz gut. Nee, das reicht natürlich nicht. Ach, ich bin ja auch blöd. Na gut, erstmal ein Bifrost. Auch das reicht nicht. Blöd. Ja, den Strahl will ich jetzt eigentlich nicht einsetzen. Der ist ein bisschen zu mächtig. Und dann kann ich auch noch, dann kann ich eigentlich auch einen neutralen Angriff eben machen gegen Wargreymon, um ihn zu besiegen. Jetzt kann zwar Dorogreymon angreifen, ist aber nicht so schlimm. Oh, verdammt, macht das viel Schaden. Ist vielleicht doch schlimm. Ich meine, wir werden jetzt immer nach jedem Kampf gut geheilt, weil wir auf jeden Fall ein Level erreichen. Aber... Oh, das gibt's doch nicht. Aber ob wir so stark sind, dass wir jetzt gegen... Ich weiß ja nicht, ob Examon wirklich sein wird. Aber halt gegen einen Royal Knight gewinnen. Hm. Fraglich. Ja, komm, dann greife ich. Oh, jetzt greife ich noch den falschen an, ich Idiot. Ja, der Schaden ist zwar okay, aber eben nur okay. So, das ist auf jeden Fall besiegt. Ja, und dann hier Positronenlaser. Also ich denke, die werden ihre Durchschlagskraft schon noch bekommen. Das dauert halt noch ein Momentchen, aber dann geht das schon. So, hier noch eine Combo. Okay. Da oben ist Examon 100 Pro. Na geil. Dann speichere ich mal eben. Das ist eigentlich eine ziemlich mächtige Fähigkeit. Das auch. Ja, und du hast jetzt nicht so die beste. Ich würde gerne Alphas V-Dramon nach vorne nehmen. Weil wir dann auf jeden Fall zuerst angreifen dürfen. Und es schadet sich ja nicht, zwei Royal Knights gegen einen dritten zu benutzen. Aber es ist... Ach, ich bin so blöd. Es ist ja ein Datei-Digimon. Oh, verdammt. Ja, ich glaube, mein Plan geht nicht auf. 10% Chance auf Schlaf. Auch wenn es jetzt nicht sehr stark ist. Das ist gar nicht stark. Trifft immer 10% Chance auf Geschwindigkeit plus 10. Hm. Aber ich versuche lieber erstmal hier Panikhauch. Aber ohne Schaden zu machen, bringt das alles nichts. Ja, ja, das dachte ich mir, dass wir hier keine Chance haben. Ach, verdammt. Ja, wobei. Mit meinem Virus-Digimon habe ich vielleicht doch eine Chance. Ich meine, Black Wargreymon kennen wir ja. Binomiotasmon auch. Die haben ja Durchschlagskraft. Das ist nicht das Problem. So, Giftinfusion hat zwar 30% Chance auf Vergiftung, macht es aber nie. Der schwarze Tornado, der könnte uns das Leben retten. Ja. Pendragon's Ruhm. Oh je.
Unglaublich. Mann. Dracheneinschlag. Was? Ausgetauscht. Oha. Ja, dann Energiefluss. Und Taisokai Mandala. Ja, verdammt, das können wir eigentlich nicht mehr schaffen. Oh, ist das ärgerlich. Ja. Autsch. Aber okay, was kann Justimon denn? Tritt der Gerechtigkeit? Oh. Naja. Schauen wir mal, wie gerecht das ist. Das trifft nicht. Das finde ich schon mal nicht gerecht. Komm, Giftinfusion. Ach man, lass doch meinen Wargrim mal in Ruhe. Wie, was bringt jetzt dieser große Tornado? Ist ja wahrscheinlich genauso. Sieht ein bisschen anders aus, glaube ich. Ja, wäre wahrscheinlich auch relativ stark, wenn es eben effektiv wäre. Wenn wir ihn vergiften, können wir noch gewinnen, aber sonst... Ich glaube, man kann ihn nicht vergiften. Aber andere Bosse konnte ich auch mal mit Statusveränderungen treffen. Aber das Vergiften, das tritt einfach nie ein. Nektar des Untergangs, oh Gott. Naja, toll. Ohne Venomiotus haben wir sowieso keine Chance mehr. Okay, schwarzer Tornado. Heilen? Bringt das was? Ah, es trifft alle. Aber im Grunde, wenn ich heile, und Giftfalle, das vergiftet, glaube ich, relativ mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit. Aber auch nicht hundertprozentig. Oh je. Okay, schwarzer Tornado. Damit können wir noch gewinnen. Ich muss jetzt allerdings ein SP Spray benutzen. 60 SP reichen nicht bei Black Wargreymon. Er braucht ja schon 40 für den Angriff. So, jetzt kommt noch eine Geschwindigkeitsladung. Unsere Geschwindigkeit ist ja das Einzige, was uns helfen kann, damit wir schnell angreifen. Und deswegen breche ich seine Geschwindigkeit jetzt noch, wenn ich ihn nicht vergiften kann. Obwohl das auch nicht geht, ich verstehe es nicht. Na gut. Okay, das kann ich nicht aussprechen. Seine Geschwindigkeit steigt. Ach, super. Jetzt boostet er sich nochmal. Oh je. Okay, das ist interessant. Ich denke, unser Boost ist jetzt noch stärker als sowieso schon.
Ja, versuche ich nochmal eine Giftfalle. Ich denke nicht, dass es was bringt, aber... Dabei ist Giftschaden so stark. Oh nein, jetzt wirft er uns raus, oder? Nein, der wirft uns nicht raus, aber er tut weh. Ich würde eigentlich hier Mirage Gaugamon wiederbeleben. Ich hoffe, das war kein Fehler. Doch war's. Verdammt. Eine Wiederbelebungskapsel Deluxe habe ich noch. Nur unser ganzer Boost ist jetzt weg. Das ist das Problem. Oh, verdammt, war das dumm. Ah, komm, greif einfach an. Ich muss die beiden jetzt am Leben halten. Ich habe ja auch niemanden sonst. Vielleicht noch jemand anderen wiederbeleben, der relativ... Ja. Stark ist. Pendragons Ruhm. Der Schaden ist in Ordnung. Der Schaden ist so in Ordnung. Es sollte nur nicht mehr werden. Heilen. Ich muss gleich mal darauf... Ich muss hoffen, dass ich gleich eine Gelegenheit habe, Venomiotusmon reinzuholen. Dracheneinschlag, okay. Das dürfte unser Untergang gewesen sein. Ah, ich glaube, jetzt haben wir verloren. Jetzt boostet er sich. Okay, was ich tun kann, ich kann uns heilen. Oh nein, ich kann nicht angreifen. Verdammt, darauf habe ich nicht geachtet. Pendragons Ruhm. Tötet. Na, tötet nicht. Dann heilen. Dracheneinschlag. Können uns aber nicht rauswerfen, weil wir sowieso schon keine Digimon mehr haben, die noch kampffähig wären. So, schwarzer Tornado. Nektar des Untergangs, das boostet ihn wieder. Der ist jetzt auch sofort wieder dran. Oh. Ja, ich muss heilen. Das sollte reichen. Oder? Ja doch. Das reicht. Dracheneinschlag, das tut jetzt wieder weh, aber... Okay, wir dürfen zweimal angreifen, dann nutze ich das jetzt auch. So, wenn Black Rogremon trifft, haben wir es geschafft. Okay. Ja, so habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt, aber... Immerhin. Examon ist besiegt. Wir können ins Büro gehen und wenn ich oben bin, komme ich eigentlich ganz leicht wieder runter. Ist nicht das Problem. Oh. Ey, aber dass das jetzt doch so schwer war. Ich meine, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Damit habe ich eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Jetzt eben hier die Gegner besiegen. Okay. Ja, und dich besiege ich auch noch irgendwie. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Okay. Das hat jetzt auch alle fast geheilt.
Ja, und die kriegen ja alle durch das Level-Up jetzt ein bisschen an Stärke. Ja, das ist... Es dauert halt, bis die wirklich kampffähig sind. Ich bin da jetzt wirklich sehr naiv reingegangen. Das hätte ich so nicht tun sollen. Naja. Oh, es lebt. Das ist aber nicht gut. Das trifft nicht alle, oder? Nee. Ja. Da mache ich eine Giftinfusion und dann mit Black Rock will man einmal eine Planetenkraft. Das trifft ja beide. Dann ist gut. Okay. Ich würde jetzt ganz gerne ins Büro kommen. Ich will aber auch kein Heimattor benutzen. Ich habe davon zwar welche gekauft. Aber letzten Endes bin ich ja doch immer etwas geizig. Nee, das nehme ich nicht. So, jetzt nach Nakano. Und den Auftrag abschließen. Oh Gott, war das schwer. Ja, Extramon zu besiegen war auch nicht einfach. Und das können wir tatsächlich selber bekommen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es ja so ein riesiges Vieh ist. Okay, aber es gibt einen neuen großen, eine neue große Herausforderung. Naja. Ich würde sagen, das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir dann die nächste Herausforderung machen, die sechste. Ich denke, es gibt nur sieben. Zumindest ist die siebte die, die ich anvisiere. Ja. Und bis dahin, alles Gute!